Ich möchte Sie nochmal herzlich begrüßen zur Führung durch den Werktag. Der Werktag ist ein Teilbereich der Gesamtentwicklung des ehemaligen Bergwerkszeche Lohberg. Wir entwickeln hier eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen unter dem Aspekt, wie Herr Heidinger eben auch schon sagte, der CO2-Neutralität. Alle Aktivitäten, die wir hier machen wollen, sollen dem Klimaschutz und unserer Stadt dienen. Der Park hat den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir möchten einen Ort schaffen, wo Lohberg und die Halde eins werden und gemeinsam einen Ort finden, wo man sich trifft, kommuniziert, gemeinsam Picknick, gemeinsam spielt und einfach abends eine gemütliche Zeit verbringt. Eigentlich ein Ort der Kommunikation, des Treffens, des Kennenlernens, des Miteinanders. Und diesen Park wollen wir Ihnen jetzt einmal zeigen. Der Herr Drecker, Landschaftsarchitekt, hat diesen Park gebaut und er wird Ihnen unter dem Aspekt der Landschaftsarchitektur etwas dazu erzählen. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister, meine Damen, meine Herren. Erstmal ein großes Dankeschön an das Ministerium, an die Stadt und an die RAG, RAG-NI, egal, RAG. Sie haben hier mit uns einen Weg begangen, der offen erstmal war und der zur Kommunikation geführt hat. Das haben alle, der Minister, alle schon sehr viel besser gemacht und gesagt, als ich könnte. Wir haben angefangen und haben angesagt, wir machen jetzt, wir bauen. Und das Bauen zeigt sich physisch, dass wir immer wieder diese Standorte, wo man sich treffen sollte, haben wir einmal die Halde in die Stadt reingeholt, was auch nichts ungewöhnlich ist. Man wohnte vor der Halde, hinter der Halde, neben der Halde, aber nicht mit der Halde. Wir haben es geschafft, mit der Halde zu machen und wir haben ganz viele Synergieeffekte geschafft. Wir haben den Rasen runtergezogen und wir wissen, wo es runtergeht, sammelt sich Wasser an. Dieses Wasser steht hier, geht mal rauf, mal runter und bildet gleichzeitig eine gewisse Poesie eines Parkes, wo vom anderen Seite ein Element der Pavillons kommt, wo man sich drin produzieren kann. Man freut sich anders, das Panorama erlebt. Man kriegt auf diesem Park zwei Seiten, zwei positive neue Seiten, die er vorher nicht gekannt hat. Und wir ziehen diesen Keil rein. Weiter ist, dass man ihn benutzen kann. Alle haben schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, nicht nur, dass wir wissen, dass wir was haben, sondern dass wir wissen, wir können da hingehen. Wir können es nutzen. Das ist ja so, wir können uns hier hinsetzen, wir können uns oben hinsetzen, wir können wohnen. Wir können, haben eine ganz andere Nähe zu dem Potenzial, der hinter den Mauern nur versteckt war. Das kann sich sehen lassen. Und so haben wir für alle Altersgruppen, nicht nur diejenigen, die hier schauen wollen, sondern auch die Kinder, Spielgeräte neu entwickelt. Wir haben nichts. Nur sehr wenig von der Stange gekauft. Und das, was wir von der Stange gekauft haben, haben wir so neu verbunden, dass es was Neues gibt, was Eigenständiges gibt. Da bin ich sehr froh über die Baufirma, über meine Mitarbeiterin, die hier so tatkräftig Tag und Nacht im Regen gestanden haben, aber auch, Herr Heidinger, zu ihrer Mannschaft, der Verwaltung. Man sagt ja immer, der Fisch fängt nicht an, aber hier muss ich sagen, positiv, er fängt auch hier am Kopf an, die ganze Dynamik. Nein, die Dynamik, die Aktion, alles. Okay. Herzlichen Dank dafür, dass das auch klappt hat. Wir gehen jetzt mal durch und gucken uns einzelne Stationen an. So, hier stehen wir an einem typischen Spielgerät, würde ich mal sagen. Aber da wir ja auch mit unserer Gestaltung die Geschichte des Quartiers und des Standorts entwickeln wollen bzw. erzählen wollen, ist das ein Flöz, der ist nachgebaut. Aber er gilt auch, man kann klettern, man kann andere Dinge machen, sodass hier nichts steht nur um des Standorts willen, sondern es kann Funktionen, er hat Funktionen, er hat mehrere Funktionen und er erzählt immer eine Geschichte. Das ist ganz wichtig, dass man auch möglicherweise für andere Dinge sieht, die Synergieeffekte von nebeneinander und von dem, was Leuten schaffen. Das ist hier geschehen, das werden wir an vielen anderen Stellen im weiteren Verlauf mit Kunst sehen. Kunst ist nicht auf dem Plateau gestellt, sondern Kunst ist Teil von Industrie, von Menschen, von Sozial, von anderem. Und das ist eben das Schöne, dass man das hier zeigen kann und wir die Möglichkeiten hatten, das hier zu gestalten. Hier werden auch in den nächsten Monaten, noch so bis März, April nächsten Jahres, die LKW
LKWs weiterfahren, um den Bereich die Baustelle zu beschicken und um dann im Norden auch das Wohnquartier noch zu errichten. So, dass wir halt immer wieder, diese Durchgänge sind für alle frei. Hier wird es abgesperrt sein ab morgen, dass wirklich die LKWs, die kommen, mit einem Schlüssel rein müssen und die Besucher des Bergparks nicht gestört werden. Aber die Baustelle geht weiter. Hier, ich habe eben von Spielen gesehen, wir sehen die Kinder die Dinger erobern und sie das selber. Da ist schon direkt einer dran, man muss das offen machen. Schon ist es so, dass es... Sicherheitsbeauftragten, alles mitgebracht. Das könnte ich halt auch noch was zu sagen. Ja, hier ist doch alles fertig. Geht doch gar. Lass mal alle aber erst einmal zusammenkommen, weil es gerade etwas zerfahren. Denn hier hat man wieder so ein Nebeneinander zwischen dem Alten und dem Neuen. In diesem Bereich soll der sogenannte Schütterhase, der 4 Meter hohe Bronzehase von dem Künstler Schütte, auf dem mittleren Podest stehen und in die Landschaft ragen. Jetzt denken Sie wahrscheinlich alle, ja, aber 4 Meter hoch, dann sieht man den ja gar nicht von der Straße. Das ist auch eigentlich das Ziel. Je nachdem, von wo man guckt, sieht man nämlich nur die Ohren. Wenn man von Norden kommt, sieht man nur die Ohren des Hasens. Kommt man aber von Süden, sieht man den gesamten Hase. Und dieser Hase hat so diese Anmutung zwischen Hase und Teufel. Und der Künstler sagt, er möchte das Nebeneinander von alt und neu, das etwas freche Neue in die Welt bringen. Der legt auch Eier. Das ist der Osterhase, genau. Soll auch im Sommer, Frühjahr nächsten Jahres um Ostern eröffnet werden. Also. Aber als Ökologe darf ich auch sagen, wenn man beim Hase nur die Ohren sieht, ist das was Hasenspezifisches, weil er liegt in der Furche und wenn man was sieht, auch nur die Ohren. Also das nochmal nebenbei. Aber egal. Diese Stelle zeigt uns auch dann weiter ein Nebeneinander. Es kommt hier eine Installation und es kommen hier neue Installationen für Kinder. Dass man nicht nur einfach, wie wir alle sonntags, wenn wir spazieren gehen mussten, schon genörgelt haben, sondern hier ist Unterhaltung beim Spazierengehen. Man kann unterschiedliche Dinge machen, auch ruppige Sachen machen, man kann sich richtig auslassen und das sind die einzelnen Punkte, die dann nachher nach unten wieder in den Park oder oben auf die Halde führen. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass die Familien ihre Kinder mitnehmen können auf einen Unterhaltungsweg und dass hier gespielt und alles gemacht werden kann und wer was anders machen will, geht unten den Weg am Teich oder hält sich am See auf. Das Nebeneinander von alt und neu und von aktiv und Ruhe ist ein ganz spannendes Thema im Park und im Städtebau grundsätzlich. Warum halten wir an? Da der Minister ein Mann der Baustelle ist und das sofort erkannt hat, ist es natürlich so, dass wir hier Folgestellen haben, die nicht eine neue Version von Kneipp, sagten sie, sind, sondern dass das schon Beobachtungen sind, wie unsere Baumaßnahmen sich ausgewirkt haben auf das System, wo vorher Wasser gelaufen sind und wie die Rampen wirken. Und so müssen wir jetzt noch nacharbeiten. Also wie gesagt, keine neue von Kneipp-Anwendung, sondern wir müssen beobachten diese Baustelle, wie sieht es aus, wo kommt Wasser raus, wie sind die führenden Schichten und wie müssen wir darauf reagieren. Das machen wir auch, aber wichtig ist, dass Sie auch sehen, dass sowas nicht normal ist, sondern wir bekennen uns zu unseren Fehlern und das ist ganz typisch auf einer Baustelle mit Vornutzung. Die wissen nicht immer alles, was im Boden ist und wie sich eine neue Aktivität dann auswirkt. Das müssen wir beobachten, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch so hin, dass wir im Zahlenkorsett sind, das heißt noch nicht im roten Bereich, sondern im schwarzen Bereich bleiben. Dafür haben wir Unvorhergesehenes gemacht, aber ist ja richtig, dass der Minister nicht nur uns, ich mache auch Sie darauf aufmerksam, auch Herr Bürgermeister, Sie haben recht, wird nachgearbeitet. Aber vielleicht noch eine Anmerkung. Sie sehen an den Wegen hier hoch überall Bauzäune. Momentan ist der Weg zur Halde auch einfach noch nicht freigegeben. Auf der Halde einfach die Bitte, das auch weiter zu erzählen, da wo Zäune sind, auch bitte vorstehen bleiben. Ja. Genau. Ernst gemeint. Naja. Ich dachte, da noch einmal steigen.
Dienstplatten eingenommen mitgenommen und wir hatten die Idee, dort ein Graffiti anzubringen. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn sie sich selbst, sie möchte ja Zeche ein bisschen abstrakt darstellen. Immer so dieses Alte und Neue nebeneinander stellen. Und das werden die auch jetzt in den nächsten Wochen beginnen, weil die Wand ist trotz Graffiti-Schutz ja eigentlich eine ideale Aufgabe für die Klimawelt. Ja. Schön immer, die aber die haben wir hier. Aufmerksamkeit, wie der Park sich entlang der Straße zieht in Nord-Süd-Richtung ungefähr. Und wir haben hier den aktiven Teil, wir haben den Wasserteil, wir haben den Promenadenteil, den Wasserteil, den grünen Teil, den Keil dazwischen, wo Kunst und aktiv und dahinter die aktiven Bereiche, damit Sie verstehen. Und dann geht man auf die Halde rauf, wie dieser Park aufgebaut ist und wie sich das auch schon am Sammeln an Aktivitäten sehr deutlich zeigt, dass hier wird wahrscheinlich immer viel los sein, da hinten wird lautere Sachen sein, viel mehr Action machen. Und hier ist der Bereich, wo man sich im Park sehen lässt und Bühne für alles. Und ergänzend dazu noch, wir werden auf dieser Wiese auch, im hinteren Bereich ist etwas abgezäunt und da wird eins der Kunstprojekte stattfinden von Martin Kaltwasser. Hier wird ein Kraftwerk bauen und zwar wird er ein Haus bauen, das nur mit Pedalkraft, da werden mehrere Fahrräder drin sein, das wird nur mit Pedalkraft betrieben. Das heißt, wer dort Strom haben möchte, muss sich aufs Fahrrad setzen und trampeln. Und das macht er heute auch beispielhaft. Er macht heute die Grundsteinlegung dafür und er will das erste Fundament gießen und möchte dann zeigen, wie man rein über das Treten eines Fahrrads ein iPod aufladen kann. Und das ist im Prinzip eins der Kunstprojekte, wo jeder aufgerufen ist, der Lust hat. Auch Sie alle können dort mitmachen, mitbauen. Es wird regelmäßig Workshops dazu geben. Die werden bei uns auf der Homepage auf kql.de dargestellt und dazu wird eingeladen und von daher, wer Lust hat, kann mitmachen. Ein weiteres Kunstprojekt werden wir hier auf der auf der Nordterrasse finden und das ist ein Kohlestück. Ungefähr in der Größe, 10x10 cm groß, vom Jakob Kolding. Der wird irgendwo im Laufe des nächsten halben Jahres sein Kohlestück hier platzieren und ich denke, das wird dann ein guter Grund sein, nochmal wiederzukommen, um auch dieses Kohlestück zu suchen. Das Kohlestück wird wahrscheinlich auch ein guter Geocaching-Point werden. Es soll so ein bisschen auch wieder das Alte und Neue verbinden, aber mehr so über das Hörensagen. Richtung Norden gucken wir ein weiteres Element, was sich im Bau befindet. Und das ist unser sogenannter Lohberg-Korso. Der Lohberg-Korso ist ein reiner Fußradweg, der sich durch das gesamte Gelände ziehen wird und mit 25 Meter Breite ein ziemlich breiter Boulevard ist, der im Süden zukünftig, das ist so unser zweiter geplanter Bauabschnitt ab 2016, über die alte Zechenbahntrasse dann an den Emscher Landschaftspark anschließen soll und im Prinzip am Ende, wenn er hier im nördlichen Bereich fertig gebaut wird, schließt er an alle Radrouten Richtung Niederrhein, Richtung Lippe an. Und wenn das in Gänze fertiggestellt sein wird, dann haben wir hier eigentlich die einzige Nord-Süd-Verbindung als Fußradweg vom Emscher Landschaftspark bis zur Lippe zwischen Rhein und Essen. Die gibt es momentan nämlich noch nicht. Und hier ist aber gerade im nördlichen Bereich nochmal das Besondere, dass diese Mulde, die wir hier sehen, auch Wasser führen kann. Das heißt, wenn der Weiher, der ja gespeist ist über Regenwasser und die ganzen Oberflächenwasser des südlichen Bereichs, wenn der zu voll ist, wird das Wasser hier abgeleitet, läuft in den Lohberger Leitgraben und dann in den Rhein. Auf Ansteig. Wir haben von der Straße bis auf der Spielebene, auf der wir eben waren, ungefähr einen Höhenunterschied von 14 Metern. Und diesen Höhenunterschied haben wir uns überlegt, irgendwie müssen wir damit ja umgehen, da müssen wir sollten wir spielerisch auch mit umgehen. Deshalb gibt es also als Symbol des wellenförmigen Aufsteigens auf die Halde. Dieser Kiosk befindet sich gerade im Wiederaufbau, weil der sehr baufällig war und Lohberger Unternehmer haben sich auf die Fahnen geschrieben, diesen Kiosk weiter zu betreiben und auch wieder aufzubauen. Und er ist noch nicht ganz fertig geworden, aber er befindet sich jetzt, er wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten nach und nach aufgebaut und wird dann so, wie er immer seit der Zechengründung ein wichtiger Punkt war, wird er auch zukünftig als wichtiger Punkt sein. Ja, wunderbar. Genau.
Trinken wir dann einen Köpi. Ja, genau. Beim Wort genommen.